Das wird der letzte Vlog aus Los Angeles sein. Ich starte jetzt noch eine kleine Foodtour. Als erstes sind Tacos dran. Dafür bin ich hier bei einem Taco-Truck. Das ist ganz interessant, das ist an so einer Tankstelle. Mitten an der Hauptverkehrsstraße. Aber mal schauen, was die Tacos können. So sieht das Ganze jetzt aus, was ich hier bekommen habe. Also es wird Guacamole sein, das ist irgendeine grüne Salsa. Das sind Zwiebeln und Cilantro. Hier Radieschen, angelegte Zwiebeln. Bisschen Limette. Ich muss sagen, das schmeckt sehr gut. Vor allem ist ganz interessant mit der Ananas. Das gibt eine schöne Frische, eine schöne Säure dazu. Die Ananas ist auch noch leicht warm. Es ist ein kleines bisschen spicy mariniert, aber super angenehm, muss ich sagen. Also es schmeckt richtig nice. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also die Tacos waren echt super. Das Fleisch hat so eine leichte Schärfe. Also ich merke es immer noch leicht auf der Lippe, aber jetzt nicht unangenehm super scharf. Und die ganzen Soßen, die ihr gesehen habt, die kriegt man alle dazu. Also ich habe mir die drei Tacos bestellt, man kann auch einen bestellen. Und dann kriegt man die Soßen dazu, er schneidet das Fleisch frisch runter und macht immer so eine Scheibe Ananas dazu. Und die Ananas fand ich richtig gut. Das hat eine richtig schöne Frische gegeben. So, jetzt ab zum nächsten Spot und mal schauen, was Los Angeles noch so zu bieten hat. Nächster Spot ist Earls. Der liegt so im Süden, Südwesten von Hollywood, würde ich sagen. Ist bekannt für seine Hotdogs. Das Geschäft gibt es scheinbar schon seit über 30 Jahren. Und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Aber bevor ich anfange, gerade eben war die Senior-Chefin hier. Ich würde sagen, die ist so um die 80. Die war super nett, die hat mir kurz das Konzept erklärt und dass es den Laden schon 33 Jahre jetzt gibt und ihre Söhne das quasi machen. Nur als kurze Anekdote dazu. Aber jetzt widmen wir uns dem Essen. Ich habe einmal einen normalen Hotdog genommen. Einmal ein Chili Cheese Hotdog. Ich fange an mit dem normalen. Ich habe rohe Zwiebeln drauf, Relish, Senf und Ketchup. Also ganz klassisch eigentlich. Der normale Hotdog war recht gut, aber als Deutscher ist man hier, glaube ich, mit der Wurst und dem Brot etwas verwöhnt. Also jetzt kommen wir zum Chili Dog. Der sieht so aus. Ich hoffe, das kann man sehen. Also zum Abschluss des heutigen Tages kann ich sagen, die Hotdogs waren gut. Der Chili Cheese Hotdog war super. Also das Chili war echt geil, muss ich sagen. Es hatte eine leichte Schärfe, aber jetzt nicht übertrieben. Der normale Hotdog, man kennt diese Brötchen aus dem Supermarkt in Deutschland. Das waren eigentlich genau solche Brötchen, so weiche Weizenbrötchen. Die Wurst war nicht schlecht, muss ich sagen. Überraschend gut für Amerika. Wenn man hier in der Gegend ist, kann man da auf jeden Fall mal vorbeigehen. Ich fand es halt cool, dass der Laden ein bisschen Charme hat, dass der Chef selber da war und dass die Mutter, quasi die Senior-Chefin, mir das kurz erklärt hat. Ich hätte es gerne mitgefilmt, aber leider war das dann im Moment und ich konnte es leider nicht mitfilmen. So, nächster Tag, nächster Spot. Ich gehe jetzt zu Langer's Deli. Der ist hier die Straße gegenüber von mir. Ist, glaube ich, ähnlich wie Katz in New York, eine Institution in Los Angeles. Ich werde hier natürlich das Pastrami-Sandwich probieren. Den Laden gibt es schon seit ca. 1930, ich glaube 1937. Aber jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Also das Sandwich schmeckt super. Das Brot, würde ich sagen, ist so ein Weizenbrot, wo viel Kümmel drin ist. Aber der Kümmel stört überhaupt nicht. Hier kann man jetzt mal das Pastrami sehen. Der Krautsalat ist auch super mariniert. Das Brisket ist der Hammer.
Also das Pastrami-Sandwich war super. Ich habe das mit Coleslaw genommen. Das wurde überall empfohlen. Das ist scheinbar das Ding bei denen. Das ist Coleslaw mit so einem Russian-Dressing, nennen die das. Aber es war super. Wie gesagt, in dem Brot war Kümmel drin. Ich schätze mal, es war so ein Weizenbrot, leicht getoastet. Aber der Laden ist auf jeden Fall zum Weiterempfehlen. Hat auch Charme. Ist so ein Oldschool-Laden. Ab zum nächsten Spot. Ich bin jetzt nach Downtown Los Angeles gefahren, um noch ein Sandwich zu probieren. Das French Dip Sandwich hier bei Philippi's. Hallo. So, ich habe mir jetzt das Sandwich genommen. Die nennen das Beef Dip. Scheinbar kommt es daher, weil er früher ein Beef Sandwich gemacht hat für irgendeinen Officer und ihm ist es dann in Soße oder in so Brühe gefallen. Und deswegen dippen die das, wie man sehen kann, an den Rändern. Ich habe mir als Side noch ein bisschen Kartoffelsalat genommen. Ja, der Kartoffelsalat ist okay. Natürlich wie immer hier mit Mayo. Ah, hier am Tisch steht so eine Senfcreme. Die ist recht scharf, aber ich probiere es jetzt mal einfach so. Also das wird Brühe sein, keine Soße, wie man sehen kann. Das ist hinten auch schon gut aufgeweicht. Das Fleisch ist auf jeden Fall gekocht, das schmeckt man. Aber es schmeckt gut. Ich probiere es jetzt gleich nochmal mit der Senfcreme. Hier sieht man das Ganze nochmal so. Also wie man sehen kann, das ist auf jeden Fall gekocht. Jetzt hier ein bisschen von der Senfcreme drauf. Muss man deswegen jetzt extra hierher fahren? Ich weiß es nicht, aber ich fand, das war ein gutes Sandwich. War interessant, man kann ja auch noch Käse und andere Sachen drauf machen. Und das ist halt eine Institution hier in der Stadt. Und sowas gucke ich mir eigentlich ganz gerne an. Und es war gut und jetzt auch nicht übertrieben teuer. Ich glaube, es hat jetzt mit dem Potato Salad $15 gekostet. Mit Steuern und allem. So, ich bin jetzt wieder in Hollywood. Genauer gesagt in East Hollywood. Und ich will mir jetzt ein Ice Cream Sandwich holen bei Musty Malone's. Was man hier sehen kann. Und ganz lustig, hier nebenan ist noch ein The Window. Bei dem ich ja in Santa Monica war. Aber ich gehe jetzt mal rein und schaue mir das an. So sieht das Ganze aus. Ich dachte, es wäre ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt Mango genommen. Eigentlich sind es einfach zwei Eiswaffeln, wo eine Eiskugel dazwischen ist. Also das Eis-Sandwich war echt gut. Muss man deswegen extra hierher fahren? Ich würde sagen nicht. Aber ich wollte halt bei der Foodtour noch einen Eisladen mit aufnehmen. Ich hätte noch einen anderen gehabt, der in der Nähe vom Flughafen ist. Aber wenn man Burger bei The Window essen will, und danach ein Eis, dann ist der Spot, glaube ich, schon ganz gut, wie ich jetzt gesehen habe, weil wenn die hier nebeneinander sind und wenn man in Hollywood unterwegs ist, dann ist der Weg nicht so weit. Und jetzt geht's ab zum nächsten Spot. Ich möchte mir einen der ältesten McDonald's, die es gibt, anschauen. Ich glaube, das war die dritte Filiale, die überhaupt eröffnet wurde und die ist so im Südosten der Stadt. Und da fahre ich jetzt hin und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Auch bei der Foodtour dürfen Burger natürlich nicht fehlen. Deswegen bin ich jetzt bei einem der ältesten McDonald's Restaurants, die es gibt. Das war, glaube ich, die dritte Filiale, die eröffnet wurde. Natürlich wieder an der Hauptverkehrsstraße. Neben dem Bereich, wo man essen kann, also hier kann man essen, ist hier noch so ein kleines Museum. Eigentlich ziemlich cool ist. Hier sind auch noch die Originalpreise von damals drauf. Ist leider nicht mehr so. In
They sped up service by designing new equipment like bigger grills and condiment dispensers that allowed them to prepare each and every burger the very same way. The McDonald brothers cut serving time down from 20 minutes to 30 seconds. So, es war auf jeden Fall mal cool und interessant, das zu sehen. Geschmeckt hat es eigentlich wie bei jedem anderen McDonald's auch. Aber das Aussehen und das Ambiente ist halt schon ein bisschen was anderes. Und die Historie dahinter. Hier sieht man auch noch das alte Logo. So, bei McDonald's bin ich jetzt fertig. Der nächste Stop wird jetzt Randy's Donut Shop sein. Und da fahre ich jetzt hin. So, ich bin angekommen bei Randy's Donuts. Jetzt schaue ich mal, was es hier so gibt. So, ich habe mir jetzt zwei Stück genommen. Das hier ist der Old Fashion. Und als zweites das war mit Schokolade. Also für die Donuts würde ich jetzt nicht extra hier rausfahren. Sie waren in Ordnung, aber sonderlich frisch oder sonderlich gut fand ich sie jetzt nicht. Sie waren einfach nur süß und ein bisschen fettig. Wir haben ja auch in Deutschland so ähnliche Sachen, so Spritzgebäck oder sowas. Ja, ich fand es einfach ein bisschen alt geschmeckt, weil wenn das frisch ist, dann kann es schon ziemlich gut sein. Aber das fand ich hier jetzt eher nicht. Das war mein letzter Vlog aus Los Angeles. Ich hoffe, die Foodtour und die Vlogs haben dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Nächste Woche kommen Vlogs aus New York.